Bücherfreunde, heute am 4. Advent und Heiligabend möchte ich auch noch ein paar Jahreshighlights vorstellen. Ihr hört es schon, mich hat es erkältungstechnisch in der Vorweihnachtswoche sehr, sehr erwischt. Die Stimme ist bei weitem noch nicht da, wo sie sein sollte. Ich habe auch noch ein bisschen Husten, aber ich hoffe, ich bekomme dieses kleine, kurze Video hin. Es kommt aus diesem Grund tatsächlich auch jetzt erst am Sonntag, nicht wie in den letzten Wochen schon immer am Samstag vor dem Advent, weil ich tatsächlich heute ganz live sozusagen am Samstag erst dieses Video drehe, weil ich einfach die letzten Tage ja überhaupt nicht irgendwie in der Lage gewesen wäre, zu sprechen oder gar ja irgendwie klare Gedanken zu fassen. Das klappt, denke ich, heute ganz gut. Und ich glaube, die 5-10 Minuten, die bekomme ich heute hin. Ich habe auch einen kleinen Tee hier und hoffe, dass das mit der Stimme euch nicht zu sehr stört. Dennoch sind wir natürlich in Weihnachtsstimmung und ich habe so ein bisschen rumüberlegt jetzt beim 4. Advent, ob wirklich noch Highlights neu dazugekommen sind. Es ist im Grunde nur ein Highlight jetzt im November dazugekommen, wo ich denke, ja, das möchte ich euch zeigen. Und dann dachte ich, ich habe ja auch so ein paar Reread-Kandidaten in diesem Jahr gehabt, über die ich ja sonst im Adventskalender oder an diesen Advents-Highlights-Videos nicht spreche, da es ja im Grunde nicht Bücher sind, die ich in diesem Jahr neu entdeckt habe. Aber es sind Bücher, zu denen ich immer wieder greife. Und aus diesem Grund, ja, möchte ich euch die auch einmal zeigen. Das Jahr begann mit Hermann Hesses Siddhartha. Wie ihr seht, habe ich eine sehr, sehr alte Ausgabe. Die ist bestimmt schon 20, 24 Jahre, 22 Jahre, also da war ich so 16, 17 ist die in meinem Besitz und ich bin ein großer Fan dieser Geschichte von Hermann Hesse. Ich habe auch andere Bücher von ihm gelesen, gehört für mich definitiv auch zu den Klassikern, ist eine indische Dichtung und ich habe die Anfang des Jahres gelesen, um ein bisschen mit zu unterstützen. Im Freundeskreis, im Schulbereich wurde das gelesen, damit wir hier eine gute Note hinbekommen und da war ich ein bisschen unterstützend tätig und habe es dann einfach gereadet. Perfekter Start ins Jahr. Wir haben hier im Grunde die Geschichte von Siddhartha, der eben zu Buddha wird und was seine Motivation war, was sein Weg war, was ihm auch an Steinen in den Weg gelegt wurde und ich mag diese Geschichte sehr gerne. Ich mag den Stil hier von Hermann Hesse auch sehr, sehr gerne lesen. Ich mag diese Art Dichtung, dieses fein geschriebene. Ich mag, wie Menschen, Situationen, Orte beschrieben werden. Ich könnte da Hermann Hesse wirklich stundenlang zuhören. Klappt nicht bei all seinen Büchern. Also nicht alle Bücher von ihm, die ich gelesen habe. Und es werden so, vielleicht um die 10, 8 gewesen sein. Aber Siddhartha ist definitiv mein Highlight von Hermann Hesse und war auch mein Highlight im Januar, mit dem ich dann ins neue Jahr gestartet bin. Gefühlt mittlerweile jedes Jahr ein Highlight und ein Reread ist die Harry Potter Reihe. Hier stellvertretend auch der letzte Teil, die Heiligtümer des Todes. Ich habe sie dieses Jahr im Grunde gehört mit der Rufus Beck Version und ich bin einfach ein Fan. Ich bin ein Potterhead durch und durch. Für mich ist das wie nach Hause kommen, eintauchen, liebgewonnene Charaktere wieder treffen, immer mal wieder etwas Neues entdecken, Zusammenhänge immer wieder irgendwie rum zu überlegen und fasziniert zu sein, welch großer rote Faden J.K. Rowling sich hier erdacht hat. Ich mag die Charaktere, ich mag Hogwarts, ich mag diese Zaubererwelt, ich mag auch so ein bisschen schon dieses klare Gut und Böse mit diesen feinen Nuancen dazwischen. Ich glaube, man muss zu Harry Potter gar nicht mehr so viel sagen. Gefühlt hat jeder davon gehört, gelesen oder die Filme gesehen. Auch ich habe sie in diesem Jahr auch schon gerewatcht, also auch alle 8 Filme durchgeschaut. Und für mich ist das wirklich immer so ein Nachhausekommen. Also das ist wirklich so magisch und ich fühle mich direkt besser und wohl und entspannt. Und ich glaube auch, dass ich nächstes Jahr wieder zu den Harry Potter Büchern greife. Ich glaube, ich möchte sie vielleicht jetzt mal nicht mehr hören, sondern vielleicht tatsächlich einfach mal wieder in Englisch lesen oder zumindest in Deutsch lesen, um einfach mal Markierungen vorzunehmen und schöne Stellen vielleicht ein bisschen intensiver zu genießen. Also ich glaube, mein Projekt fürs nächste Jahr ist dann auf jeden Fall mal die Bücher wieder zu lesen. Und dann ein Highlight, was ich dieses Jahr auch gereadet habe, war Elias und Laia von Saba Tahir, der Auftakt einer 4-teiligen Reihe. Und ich habe
lange schon mit dem dritten und vierten Band geliebäugelt, denn das waren die Bände, die ich noch nicht kannte. Teil 1 und 2 habe ich damals direkt gelesen, als sie erschienen sind. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, eigentlich noch für dieses Jahr, aber ich habe es im November, Dezember einfach nicht unterbekommen, um mit der Reihe weiterzumachen. Ich möchte diese Reihe unbedingt weiterlesen. Ja, man darf sich nicht so abschrecken lassen vom Titel. Ich finde, Elias und Laia durchaus wirkt so ein bisschen Romantasy-mäßig, aber ich finde den Untertitel Die Herrschaft der Masken viel, viel, viel besser. Denn wir haben hier eben einen Anwärter an die Maske, also wirklich das strengste, die strengste Armee, die eben in diesem Land herrscht. Und wir treffen natürlich schon auf Laia, die im Grunde aus ganz ärmlichen Verhältnissen kommt, so ein bisschen in diese Rebellionsgemeinschaft kommt und dann eben ganz oben an der Spitze sozusagen auch ein bisschen spionieren soll. Und die beiden Charaktere treffen dann irgendwo gegen Ende mal aufeinander zu. Und es geht aber gar nicht wirklich um diese Liebesgeschichte oder sondern wirklich um diese Stärke, gegen etwas zu sein oder dann eben die Stärke, für etwas zu sein und dazu zu stehen und dahinter zu sein. Und wirklich spannend, packend erzählt, tolle Charaktere, tolle Ideen, auch mit diesen Masken und diesem, ich nenne es jetzt mal so Magiesystem, obwohl es das nicht ist. Fand ich großartig. Ich mochte auch wirklich das Hörbuch, großartig gesprochen, zwei ganz tolle Sprecher, musikalisch so ein bisschen unterlegt. Fand ich richtig großartig. War für mich definitiv auch ein Highlight in diesem Jahr. Hat mir große, große Freude gemacht und ich freue mich, dass im nächsten Jahr ich die Reihe dann auch weiter verfolge. Und jetzt kommen wir zu einem Buch, das ich, glaube ich, im November gehört habe und dann der Verlag so lieb war, mir das echte Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung zu stellen, sodass ich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen reinspitzen kann, ein paar Markierungen vornehmen kann und immer mal wieder so ein bisschen zurückkomme. Ja, es sind 19.521 Schritte von Guido Maria Kretschmer vom Glück der unerwarteten Begegnung. Und ich habe, glaube ich, soweit alle Bücher von Guido gelesen. Ich mochte früher Shopping Queen wahnsinnig gerne. Bin ich ein bisschen davon abgekommen, was aber nicht an Guido liegt, sondern einfach an diesem ganzen Konsum, Einkaufen und ja, ist aber eine andere Geschichte. Und ich bin über dieses Buch gestolpert, weil ich ihn bei irgendeinem Interview gesehen habe und dachte, oh, das ist natürlich cool. Wir sind September 22, die Queen ist gerade gestorben und Guido fährt zurück nach Berlin. Er hat ja lange Zeit in Berlin gewohnt, wohnt jetzt schon einige Jahre in Hamburg, aus verschiedenen Gründen, die er auch immer mal so ein bisschen erklärt. Und nach der Fernsehaufzeichnung eben zu dem Tod der Queen macht er sich zu Fuß auf und läuft durch Berlin. Es ist auch seine die Strecke hier hinten mit eingezeichnet. Das fand ich jetzt tatsächlich ganz cool, es im Buch zu sehen, was ich im Hörbuch ja nicht mir vorstellen konnte. Und man sieht, er läuft eben durch Berlin und er trifft auf ganz unterschiedliche Menschen. Und er beschreibt diese Menschen, also ich finde, wie Guido die Welt sieht, ist wirklich wertschätzend, dankbar und wunderschön. Also ich könnte ihm stundenlang zuhören, denn er spricht das Hörbuch ja auch selbst, wie warm er Menschen gegenüber ist, wie ehrlich er auch über sie denkt und was er eben auch zurückgibt, auch oft mit wenigen Worten. Und ich finde das so schön. Ich finde diesen Menschen wirklich ganz besonders, wie dankbar er ist, wie ja auch einfach wertschätzend er durch die Welt geht, wie er seinen Erfolg auch nicht einfach so hinnimmt, sondern immer wieder weiß, wem er das zu verdanken hat und ja, wie sehr dankbar er ist. Auch so seinen Eltern, die jetzt mittlerweile auch beide verstorben sind, seinem Mann und seinen Freunden und ja, auch Kollegen gegenüber, wie lieb er hier über Karl Lagerfeld gesprochen hat, obwohl ich glaube, Karl Lagerfeld bestimmt kein leichter Mensch war. Ich fand das so schön. Mir hat es hier sehr viel Spaß gemacht, über Guido mehr zu erfahren, über ihn und Berlin, über Orte in Berlin. Also es wird hier auch über das Denkmal zum Beispiel gesprochen, welche Hintergründe es hat oder andere Orte, wie wichtig sie für Berlin sind. Und dann eben auch die Menschen, die er bei einem Kaffee trifft, die er vor dem Theater trifft, denen er begegnet, welche Gespräche er führt, was er mitnimmt und was die Menschen mitnehmen und wie oft die Menschen eben einfach ihm was erzählen wollen und ihm auch etwas erzählen und gar nicht so viel Wert drauf legen, dass er antwortet oder eine Meinung abgibt, aber einfach, dass sie wissen, ich habe das Guido erzählt und Guido teilt das jetzt mit mir. Und ich fand das so schön. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Hörbuch und ich bin wirklich sehr froh, dass ich das Buch vom Verlag als Rezensionsexemplar dann in haptischer Form zugeschickt bekommen habe. Und das ist wirklich so ein Schatz, der im Regal bleibt. Und das ist sozusagen jetzt abgerundet in diesem Jahr. Ich höre aktuell noch ein Hörbuch, was vielleicht auch noch
ein Highlight werden könnte. Aber gut, irgendwann muss man jetzt ja den Cut machen. Aber ihr seht das dann auf jeden Fall auch im Büchermonat, der dann ja irgendwann im Januar kommt. Und ja, ich merke schon, ich hoffe ihr nicht zu sehr, meine Stimme bricht jetzt immer mal so ein bisschen weg. Ich glaube, es ist jetzt auch genug. Ich freue mich jetzt gar, meinen Tee hier auszutrinken und hoffe, es hat euch mit der Stimme nicht zu sehr gestört. Ich danke euch auf jeden Fall jetzt, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart, dass euch die Advents-Highlights Reihe so gut gefallen hat. Ich danke für eure Buchtipps, die ihr in den Kommentaren gelassen habt und hoffentlich auch heute noch da lasst, auch wenn es jetzt natürlich für Weihnachtsgeschenke zu spät ist, heute am 24. Aber Buchtipps kann man nie genug haben. Vielleicht habt ihr ja Bücher, die in eine ähnliche Richtung gehen und sagt Steffi oder all ihr Zuschauer, lest doch mal und schaut mal bei diesen Büchern vorbei. Also ich danke euch für die wunderbare Vorweihnachtszeit und für, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch heute einen wunderschönen 4. Advent, ein wunderschönes Weihnachten und solltet ihr nicht feiern, trotzdem natürlich einen schönen, ruhigen Tag, auch schöne Feiertage und wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall, ich glaube sogar mit 2 Videos, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, der Büchermonat kommt und der Hörgenuss Jahresrückblick, also das sind auf jeden Fall 2 Videos und ich weiß gar nicht, ob dann Silvester kommt da schon der Jahresrückblick. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich habe meine Planung nicht im Kopf, aber es kommen auf jeden Fall ein paar Videos, die euch dann natürlich auch die Feiertage und vielleicht ja auch die Urlaubstage, wenn ihr frei habt, ein bisschen versüßen. Also lasst es euch gut gehen. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen wunderschönen Sonntag, schöne Feiertage und dann bis zu den nächsten Videos. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.